Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed, Jax the Ripper, Syndicate, DLC, Gedöns, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen jetzt mal die nächste Sympathisantenmission, nachdem wir uns da drüben die gelbe Kiste geholt haben. Wieso, hast du Angst? Ich hoffe, du hast Angst. So, da oben haben wir die nächste Kiste. So. Das ist voll geil. Ich finde das total cool mit dem Pulver. Und der Panikattacken. So, Schlossknacken. Vielen Dank, für was auch immer. Goldene Palme. Das klingt so verkehrt. Das klingt so unglaublich verkehrt. So, und runter mit uns. Blub, 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 blub. Miss Fry, ich habe durch meine Zeitungen den Schrecken des Rippers verbreitet. Ich möchte wieder gut machen, dass ich geholfen habe, dieses Monster zu einer Legende zu machen. Gerüchte weisen auf eine Person hin, die angeblich einen der Briefe des Rippers verfasst haben soll. Sorgen Sie dafür, dass diese Person gesteht, und bringen Sie die Wahrheit ans Licht. Die zentrale Zeitungsagentur hat einen weiteren Brief vom Ripper erhalten. Die Handschriftexperten haben diesmal einen Verdächtigen ausgemacht. Wir müssen sicherstellen, dass er es nicht ist. Ah, da hinten soll ich suchen. Wieso wird es auf dem Radar nicht angezeigt? Das ist ja gemein. Und Verdächtigen verfolgen. Sie ist ein Eindringling. Halt's Maul. Ich will nur die armen Tropf da unten verfolgen. Hui. Hui. Wir können hier jetzt voll töten mit der Kiste. Na, wo will er jetzt hin? Okay, und nun? Also gut, ja. Ich weiß, das war keine gute Idee, aber ich wollte die Leute wachrütteln, um den armen Bürgern dieser Stadt zu helfen. Das war schon wieder sehr merkwürdig, auf einmal hin. Na. Na, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Fortsetzen. Scheiß wirst du aus mir rausprügeln.
kleiner Junge. So, das wäre dann eine neue Sympathisantenmission gewesen. Was haben wir hier drüben? Eine ägyptische Beutekiste. Frachtdiebstahl. Das will ich machen. Schwupps, da lang. Überall Tote vor Angst. Und Hopfi, hoch. Echt mal, gutes Mädchen. Deacons. Soap. Ja. Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber komme. Natürlich steht die Kiste wieder irgendwo ganz oben. Da, wo die Kisten üblicherweise stehen. Ganz oben, irgendwo auf Dächern. Ah, da unten. Und hoch. Oder auch nicht. Und ich sehe gerade so gar nichts. Die Rentner Ivy ist kacke. So. Drüben ist dann der Frachtdiebstahl. Drüben haben wir trotzdem noch eine Truhe. Da haben wir ganz viele Truhen. Müssen wir alle mitnehmen. Alle Truhen, die wir finden, müssen wir mitnehmen. Weil ich sonst meiner Sucht nicht gerecht werde. Die kriegen wir auf jeden Fall noch mit. Und ich habe mal durchgelesen, was eigentlich los ist hier und warum die Wooks jetzt gegen uns sind. Jack hat die Gang der Wooks auf seine Seite geschlagen. Ich weiß zwar nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat die offensichtlich so eingeschüchtert, dass sie sich von Jacob abgewandt haben. Blöde Bitch. Komm schon. Meine Kutsche. Lass mich durch. Boah, die alte Schlampe mich hier von der Kutsche drängen. Achso, wir haben jetzt gar nicht mehr den Perk, unsere verwüstliche Kutsche und so. Also sollten wir es mit dem Wegcrashen mal lassen. Zumindest während der Mission. Oh, da vorne ist wieder eine Truhe. Oh, ich bin die Pfeiler. Huch. Das war ein Ruckler. Schon wieder. Das ist voll uncool, was soll denn das? So schnell sind wir nun doch nicht. Das Spiel mit dem Laden nicht mehr hinterherkommt, dann ist traurig. Hier schon wieder. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. So wie immer. Aber was soll schon kommen, außer es wird noch schlimmer. Würde ich nochmal hier schön durch das Sperrgebiet fahren. Komm
Huch, was war das denn für eine Mission? So, was haben wir jetzt Tolles gemeistert? Gemacht, getan, gehabt werden, geliebt habt? Ich habe nix Ahnung. Schauen wir mal, für wen diese Mission jetzt nochmal war. Großer Angstbombenbeutel. Angstbombenbeutel, Angstbombenbeutel, yeah. Und den tragen wir jetzt und das ist die einzige Steigerung. Ach ja, hier von Miss O's haben wir hier noch den Handschuh bekommen. Schusswaffen, lohnt nicht. Farben auch nicht. Upgrade Ausrüstung. Hier, großer Bombenbeutel, blablabla. Angstbombenbeutel. So, herstellen, Ausrüstung. Upgrades. Brausmaterialien. Oh, die können wir selber bauen, cool. So. Dann war hier vorne noch eine Mission. Jacks Offiziere. Einfach auf die Nase geboxt, bis er tot war. Die Person von oben ausschalten, das wird easy. Hoffe ich mal. Nur ein bisschen so die Wachen auf den Dächern loswerden. Wer? Und wieder weg. So, Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2 ist da drüben. Nummer 3 scheint auch nicht weit weg zu sein. Okay, der läuft da fröhlich spazieren. Dann gucken wir mal, wie seine Route so verläuft. Oder wir kommen ein bisschen entgegen. Das mit der Seilrutschen-Killerei habe ich vergessen. So, sie haben keinen Bock mehr auf mich. Sehr gut.
Alarm! Der Anführer der Rookie! Autschi, ich hau dir ins Gesicht. Tut mir leid, sorry. Muss mich anders verdienen, tut mir leid. Echt mal. Lass meinen Bruder einfach... Du hast mal für meinen Bruder gearbeitet, Bitch. Hast ihn einfach verraten. Für diesen Jack. Da oben. Da hoch, wir müssen. Zum Sammeln des Helix-Ding. Hab dich. Natürlich haben wir ihn wieder verfehlt. Okay. Warten wir mal wieder, bis der Anführer unten ist, um ihn zu töten. Wenn er nicht vom Dach stolpert. Was gerade echt stark danach aussieht, so wie der da rumhampelt. Vielleicht gehen wir doch erstmal die anderen töten. Wenn du hier schon so blöd im Weg rumstehst, nehmen wir dich auch noch mit. Und das. So, der Anführer da hinten ist auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Können wir ihn auch von oben töten. Schwing. Ding-a-ling. Nicht mitbekommen. So, jetzt aber. Und jetzt nichts wie weg hier. So, raus aus dem Gebiet. 50 Personen von oben ausgeschaltet. Dafür gab es jetzt aber echt wenig. Und fortsetzen. Aber dafür gab es viel Kohle. Gehen wir mal auf die andere Straßenseite und ziehen hier das Bild von der Wand ab. Oh, Illustration vollendet.
Perfekt. So, was haben wir hier noch? Das ist der Höhle des Löwen. Aber hier drüben haben wir noch eine Truhe und ein Dings. Da gucken wir mal, ob wir da noch flott hinkommen. Natürlich nicht von der Seite hier. Oh, das ist ein Symbol von Jack gewesen. Okay, aber hat nichts zu bedeuten. Oder war es einfach ein Wook oder ein Gang-Symbol? Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ich auf jeden Fall gerade nicht. Und ich würde sagen, wir sind damit am Ende der heutigen Episode angekommen. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir dann ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und für uns morgen hier bei einer neuen Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Ciao.